Die Anfänge des Netzwerks war, dass wir zum ersten Mal gesehen haben, dass Lungenkrebs durch die Fortschritte in der biologischen Forschung, dass Lungenkrebs nicht gleich Lungenkrebs ist, sondern aus einzelnen Untergruppen besteht. Und jede dieser Untergruppen ist definiert durch eine bestimmte, wir nennen das Treibermutation. Diese Mutation treibt den Tumor an. Und in immer mehr Beispielen konnte man diese Treibermutationen mit zielgerichteten Therapien direkt angehen. Und als wir gesehen haben, was das für ein enormes Potenzial hat, dass dazu aber auch eine komplizierte Diagnostik notwendig ist, haben wir gesagt, das kann ja nicht sein, dass in Deutschland nur in einer forschungsintensiven Universitätsklinik, wenn ein Patient dahin kommt, er diese Möglichkeiten hat. Wir müssen uns Gedanken machen, wie bei so einer häufigen Tumor wie Lungenkrebs diese neue Technologie schnell zu allen Patienten kommt. Das war der Leitgedanke. Wir erhalten im Netzwerk genomische Medizin Proben aus den Tumoren, aus dem Krebs selber. Und wir suchen in diesen Gewebeproben nach onkogenen Treibermutationen. Im Studienoffice des Netzwerks Genomische Medizin werden Proben aus Lungenkrebsgewebe angenommen. Sie werden auch angefordert von den Zentren, die mit uns zusammenarbeiten, von den Onkologen. Wir müssen alle relevanten Informationen zu dem Patienten erfragen. Danach wird die Probe hier histologisch angeschnitten, wird ein Gewebeschnitt angefertigt. Wir suchen genau die Krebszellen im Gewebe aus, denn wir suchen ja Mutationen im Krebsgenom, nicht in den normalen Zellen. Dann wird im Labor daraus das Genom extrahiert, DNA extrahiert. Es werden Sequenzierungen durchgeführt, es werden Untersuchungen durchgeführt, ob Gene vermehrt sind, amplifiziert sind, ob sie auseinandergebrochen, zerstört sind. Und dann werden das Ergebnis dieser Untersuchungen mit den Schnitten wird wieder zurück zum Pathologen gebracht, der dabei einen Befund erstellt. Dieser Befund macht eine unmittelbare Empfehlung, welche Therapie in Frage kommt. Die Vision ist, wir haben im Moment mit dem Kölner Netzwerk, bevor wir das nationale Netzwerk von der Krebshilfe gefördert bekamen, ungefähr 10% der deutschen Lungenkrebspatienten erreicht. Und wo wir sehr stolz darauf sind, dass wir eigentlich schon 3 Jahre nach dem Start des Kölner Netzwerks für 2 genetische Subgruppen, das sind immerhin zusammen knapp 15% der Patienten, zeigen können, dass diese Patienten nicht nur ein bisschen länger leben und höhere Tumorschrumpfungsraten haben, sondern dass diese Patienten um Jahre länger leben. Wir waren sogar weltweit die Ersten, die das gezeigt haben. Und die Vision ist eigentlich, dass wir diesen Überlebensvorteil, der ja, weil es immer neue personalisierte Therapien gibt, für immer mehr Patienten letztendlich relevant wird, dass wir das für alle Patienten in Deutschland erreichen. Die Förderung durch die Deutsche Krebshilfe bedeutet, dass wir diese Vision tatsächlich konkret angehen können. Das heißt, die Förderung der Deutschen Krebshilfe ermöglicht die Struktur des Netzwerks, sprich, dass das, was wir in Köln aufgebaut haben, dass das jetzt in allen, momentan sind es 15, perspektivisch werden das mehr, von der Deutschen Krebshilfe geförderten onkologischen Spitzenzentren aufgebaut werden kann. Und über das Aufbauen regionaler Netzwerke um diese Spitzenzentren man dann letztendlich immer mehr Patienten erreicht. Von der Zielpopulation, Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs, erreichen wir jetzt schon ein Drittel. Wir sprechen von ungefähr 30.000 Patienten in Deutschland und 10.000 hat das nationale Netzwerk im letzten Jahr schon erreicht mit dieser Diagnostik und Beratung.